Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin Cedar Slack mit einem neuen Video zu GTA Online. Und zwar möchte ich dir heute mal das neue Cerberus Event aus GTA Online vorstellen und natürlich auch erklären. Ja, denn heute Morgen erschien ja wieder eine neue Eventwoche und eben mit dieser wurde auch mal wieder ein komplett neues Event hinzugefügt, nämlich eben wie gesagt das Cerberus Event. Wieder geht los, viel Spaß dabei! Also ihr wisst ja sicherlich, aktuell findet das Halloween-Event in GTA statt. Und im Rahmen von diesem neuen Event gibt es nun das neue Cerberus Remote-Event. Und vom letzten Halloween-Event 2021 kennt ihr auch noch vielleicht das brennende Christine-Auto, was euch ja verfolgt hat. Und ganz ähnlich funktioniert nun auch dieses neue Cerberus-Event. Und bevor ihr fragt, ja, das brennende Christine-Auto soll auch noch in GTA Online erscheinen, jedoch wahrscheinlich erst in der nächsten Woche, also kurz vor Halloween. So, aber jetzt soll es auch endlich mal um diese Cerberus-Verfolgungsjagd gehen. Denn ihr fragt euch ja sicherlich schon die ganze Zeit, wie und wo kann ich die denn finden oder was muss ich auch dafür machen? Also super simpel, ihr müsst nämlich eigentlich nur ein exotisches Exportfahrzeug für Simeon finden. Ihr wisst schon, das sind diese kleinen blauen Punkte auf der Minimap, wenn man vor einem Fahrzeug steht. So, und sobald ihr dann in dieses Fahrzeug einsteigt, dann wird euch auch dieser Cerberus verfolgen und euch versuchen, an der Ablieferung zu hindern. So, aber bevor du jetzt das Video ausmachst und dich schon noch GTA Online begibst, weil du denkst, ah, ich weiß jetzt ja alles, stopp, denn es gibt noch einige wichtige Eckpunkte, die enorm wichtig für das Event sind, das sonst leider nicht auftaucht. Aber als erstes mal die Karte, wo man diese Locations finden kann, denn es ist so, dass der Cerberus nicht bei jedem exotischen Fahrzeug spawnen wird, sondern eben nur bei ausgewählten. Und gerade seht ihr auch im Hintergrund eine Karte mit allen Locations. Ich würde euch aber empfehlen, schaut euch die Website in der Videobeschreibung an, nämlich gtaweb.eu. Dort kann man nämlich auch zoomen und kann die Spawnorte wirklich sehr, sehr einfach finden. Ich habe by the way immer diese 6 Orte hier angefahren, die ich aber auch gerade schön gelb eingekreist habe. Die sind nämlich alle schön nah beieinander und da verliert man da nicht ganz so viel Zeit. Doch damit nicht genug, nein, ihr müsst auch noch auf andere Dinge achten, denn wenn ihr euch nun auf die Suche nach einem der exotischen Fahrzeuge gemacht, dann ist es enorm wichtig, dass ihr dabei keinen Helikopter benutzt, kein Flugzeug, kein Jet, kein Oppressor Mark 1, kein Oppressor Mark 2, kein Deluxo, kein Spezialfahrzeug und auch kein Amphibienfahrzeug. Nehmt ihr doch eins, dann wird der Cerberus nicht spawnen und das Event ist witzlos. Also nehmt entweder ein ganz normales Auto von der Straße oder, weil die halt ein bisschen langsam sind, nehmt einfach ein Auto ohne Waffen, ohne Zusatzfunktionen, zum Beispiel ein Krieger oder halt irgendetwas anderes. Hauptsache ihr achtet darauf, dass es keines der eben genannten Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkategorien ist. Und außerdem wird dieser Cerberus auch nur erscheinen, wenn ihr 16 Minuten schon in der Lobby verbracht habt. Also ihr könnt jetzt nicht direkt in eine neue Lobby reingehen, dann zu den Orten und dann direkt dort den Cerberus sehen, sondern man muss, wie gesagt, 16 Minuten bereits in einer Lobby drin sein. Und zu guter Letzt, ihr müsst jetzt mindestens noch zu zweit in einer Lobby sein. Das heißt, es muss euch und irgendjemand anderen geben. Wer das ist, das spielt übrigens keine Rolle. Es kann also ein Freund sein, kann aber auch irgendein Random sein. Wie gesagt, Hauptsache ihr seid nicht allein in der Lobby. So, und wenn ihr jetzt die Kriterien alle erfüllt, also mindestens 2 Spieler, mindestens 16 Minuten in der Lobby und ein normales Straßenfahrzeug zum Suchen benutzen, dann steht dem Event wirklich nichts mehr im Wege. Kleinen Nachteil gibt es natürlich trotzdem und zwar findet man nicht instant so ein exotisches Fahrzeug. Ich habe zum Beispiel 20 Minuten suchen müssen, bis ich dann mal endlich eins gefunden habe. Meine Lobby war aber auch bis zum Anschlag voll, das kann also natürlich auch daran gelegen haben. Sobald ihr aber einen kleinen blauen Punkt auf der Minimap seht, in der Nähe von den eben gezeigten Locations, dann wisst ihr, dass ihr es geschafft habt und tatsächlich kann man jetzt den Cerberus auch schon sehen, bevor man in das Exportfahrzeug eingestiegen ist. So, und wenn ihr dann in dem Exportfahrzeug drin sitzt, dann setzt sich der Cerberus auch schon in Bewegung und verfolgt euch. Hier muss man aber sagen, es ist halt ein ziemlich großer LKW, also nicht der schnellste und die KI im Cerberus ist auch nicht die schlauste, denn eine Verfolgungsjagd um Leben und Tod ist das Ganze nicht, denn der Cerberus tut sich dann doch schon recht schwer mit dem Verfolgen. Aber wenn man das einfach mal im Hinterkopf hat und deswegen vielleicht auch ein bisschen langsamer fährt, dann merkt man doch schon recht schnell, ja, langsam ist der, aber das heißt nicht, dass er friedlich ist. Denn sobald euch der LKW zum ersten Mal rammt, fliegt ihr wirklich krass durch die Gegend und merkt erstmal, wie viel Kraft dieser Cerberus eigentlich hat. Man muss aber auch hier sagen, der LKW hat mich auch einmal zum Beispiel auf die andere Straßenseite geworfen, also war ich tatsächlich in Sicherheit. Und weil der LKW halt so lang ist und auch nicht besonders intelligent ist, muss man halt eigentlich auf den LKW warten, damit es wieder lustig wird. Denn wenn ihr jetzt mit diesem Exportfahrzeug einfach weiterfahrt, dann wird dieser Cerberus euch definitiv nicht mehr einholen. Wenn euch dieser LKW übrigens zu sehr nervt, dann könnt ihr ihn auch zerstören mit der Hilfe von Granaten oder auch Raketen. Ein Fahrer hat dieser Cerberus nämlich nicht, also könnt ihr logischerweise auch niemanden erschießen. Alright, Freunde, das soll es jetzt aber auch mit diesem neuen Video gewesen sein. Wie findest du denn jetzt das neue Halloween-Event? Schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Ja, und bis wir uns jetzt auch wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.